Motorisierte Schützen oder im militärischen Sprachgebrauch Mottschützen. Wer denkt heute schon darüber nach, warum in den sozialistischen Armeen diese Bezeichnung für den einstigen Begriff Infanterie gebraucht wird? Die Mottschützen der NVA verfügen über moderne Gefechtsfahrzeuge sowjetischer Konstruktion. Schützenpanzerwagen und Schützenpanzer. Sie besitzen damit Fahrzeuge, die dem modernen Gefecht entsprechen. Sie sind Transport- und Kampfmittel zugleich, das gegenwärtige Endglied einer langen Entwicklungskette. Heute verfügen die Mottschützen unserer Landstreitkräfte mit dem SPW 60 PB, dem SPW 70 und dem Schützenpanzer BMP über Fahrzeuge, die alle guten Eigenschaften ihrer Vorgänger potenzieren und im Gelände Geschwindigkeiten erreichen, mit denen sie jederzeit dem Angriffstempo mittlerer Panzer folgen können. Doch auch die modernste Gefechtstechnik vermag nichts ohne den Menschen. Ihren vollen Kampfwert entfalten diese Fahrzeuge erst beherrscht von 3 Mann Besatzung. Dem Kommandanten, Fahrer und Richtschützen, beziehungsweise beim BMP, dem Richtlenkschützen. Die Kommandanten sind Unteroffiziere, der Fahrer des BMP ebenfalls. Das nicht ohne Grund. Denn die Kampfmaschine, wie die sowjetischen Genossen den BMP tauften, beherrscht man nicht von heute auf morgen. Das gilt auch für die Bewaffnung, die entscheidend den Kampfwert eines Gefechtsfahrzeuges mitbestimmt. Der SPW 70 besitzt ebenso wie der 60 PB ein mittleres und ein schweres MG. Der BMP verfügt über ein MG. Er kann Panzerabwehrlenkraketen verschießen und besitzt eine 73 mm Kanone für panzerbrechende Geschosse. Eine Bewaffnung, die allen Bedingungen des modernen Gefechts gerecht wird. Die automatisch geladene Kanone hat eine größere Reichweite als herkömmliche. Für den Richtlenkschützen heißt das größere Verantwortung, höherer Ausbildungsstand. Noch mehr gilt diese Forderung für die Panzerabwehrlenkraketen. Tausende von Trainingsstarts am Simulator sind erforderlich, um die Perfektion zum Führen der Rakete zu erwerben und zu erhalten. Bereiten Sie den Start vor. Start. Abbremsen. Seite korrigieren und langsam ins Ziel gehen. Gut, halten im oberen Drittel. Beleg für die Qualität des Trainings ist immer wieder ein scharfer Start. SPW und BMP nehmen im Gefecht je eine Mottschützengruppe auf. Zuerst werden sie der anspruchsvollen Bezeichnung Gruppenkampfmittel gerecht.
SPW-70 sitzen die Mottschützen, abweichend von der traditionellen Sitzordnung im SPW-60, gefechtsgünstig. Über Winkelspiegel können sie das Gelände beobachten, aus Kampfluken das Feuer auf den Gegner führen. Eine ähnliche Sitzordnung auch im BMP. Auch hier gestatten heizbare Winkelspiegel das Beobachten des Geländes. Die Pulvergase werden abgesaugt und die Waffen beim Schießen in Kugelblenden geführt. Der Panzerbüchsenschütze kann seine Ziele bekämpfen, ohne abzusitzen. Besonders Geübte vermögen das sogar während der Fahrt. Beim Absitzen bietet der BMP weitgehend Schutz vor gegnerischem Feuer, wenn die Dynamik des Gefechts Handlungen zu Fuß erfordert, wie zum Beispiel beim Sturmangriff. Variantenreich wie das Gefecht sind auch die Möglichkeiten abzusitzen. Stets jedoch entscheiden Schnelligkeit und rascher Übergang zum Angriff. Sie verkörpern zwei parallele Entwicklungslinien, die den Forderungen des modernen Gefechts voll entsprechen. Die Achtrad-Schützenpanzerwagen, hier vertreten durch den SPW-70, und der auf Gleisketten rollende Schützenpanzer BMP, der die Vorzüge eines mittleren Panzers und eines SPWs in sich vereint. Sehen wir sie uns etwas näher an. Ein wichtiges Maß aus taktischer Sicht ist die Höhe. Sie beträgt beim SPW 2,32 Meter und beim BMP 2,07 Meter. Damit ist er fast einen Meter niedriger als vergleichbare Fahrzeuge der NATO, wie zum Beispiel der Schützenpanzer Marder, mit dem unter anderem die Bundeswehr ausgerüstet ist. Aber auch die Leistungen unserer SPW und SPZ sind denen der NATO-Gefechtsfahrzeuge zumindest ebenbürtig. Im Gelände erreichen sie Spitzengeschwindigkeiten von 40 km/h. Beide Fahrzeuge bewältigen fast jedes Gelände, gleich ob beim Sturmangriff, beim Vordringen in die gegnerische Verteidigung, bei Handlungen einer Vorausabteilung oder bei überraschenden Schlägen. Meistern Steigungen von 30 bzw. 32 Grad. Jedoch, das alles vermögen sie nur in den Händen eines Meisters. Und beim meisterhaften Beherrschen der Technik gibt es keine obere Grenze. Grabensysteme von 2 bzw. 2,5 Meter Breite sind kein Hindernis für sie. Die äußere Form bietet gegnerischen Waffen kaum Angriffspunkte. Und wenn das Gelände schwierig wird, ein Handgriff genügt, der Reifendruck sinkt und die greifende Reifenoberfläche wird größer.
eine Überlegenheit gegenüber analoger NATO-Technik. Alle SPW und SPZ der Streitkräfte des Warschauer Vertrages sind schwimmfähig. Der BMP erreicht dabei bis zu 7 Stundenkilometer. Angetrieben wird er durch seine Gleisketten. Den SPW 70 treiben zwei kräftige Wasserstrahlturbinen und bringen ihn auf 10 Kilometer pro Stunde. Besonders bei Seeanlandungen bewährten und bewähren sich unsere Schützenpanzerwagen. Der Wendekreis des SPW 70 von 12,6 Meter entspricht dem mittlerer LKW und die 2,55 Meter des BMP werden nur von anderen Kettenfahrzeugen erreicht. Mit einer Nebelanlage vermag sich der BMP gegnerischer Sicht zu entziehen. Für spezielle Aufgaben wurde eine Variante des Schützenpanzers entwickelt, der BMP-2. Äußerlich ist er an der vollstabilisierten 30 mm Schnellfeuerkanone zu erkennen. Sie ist weitreichender und treffsicherer als die des BMP-1, auch gegen Luftziele. Alles in allem, die SPW 60 PB und 70 sowie die BMP sind Gefechtsfahrzeuge, die den Modschützen der NVA ihre volle Beweglichkeit unter allen Gefechtsbedingungen garantieren, die sie weitgehend vor gegnerischen Einwirkungen schützen und ihnen das umfassende Erfüllen ihrer Gefechtsaufgaben zusammen mit anderen Waffengattungen ermöglichen. Mit diesen Fahrzeugen sind sie wahrhaft motorisierte Schützen.